Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 9. Mai. Jesus führte seine Jünger hinaus nach Bethanien. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf zum Himmel. Lukas 24, Verse 50 bis 51. Bethanien heißt auf Deutsch Haus der Armen oder Haus des Elends. Der Talmud sagt von diesem Ort, hier seien die Datteln nie zur vollen Reife gelangt. Es war also offenbar ein Dorf, in dem es die Leute schwer hatten. Und dann hörten wir weiter in den jüdischen Schriften, dass in Bethanien ein großer Wasserbehälter war. Dort mussten die Leute sich reinigen, die durch Krankheit unrein geworden waren und nun zum Tempel in Jerusalem zogen. So war also dort immer eine Ansammlung von Elenden und Unreinen. Und ausgerechnet vom Haus der Elenden und Unreinen tritt der Herr Jesus seine Rückkehr in die himmlische Welt an. Ausgerechnet hier geschieht seine Thronbesteigung. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus beginnt im Haus der Elenden und Unreinen. Was ist das doch für eine wundervolle Botschaft? Die Himmelfahrt unseres Herrn ist die Verbindungslinie von den Elenden und Unreinen zum Throne Gottes. Vielleicht sind wir Leute, die um ihre Unreinigkeit vor Gott wissen. Vielleicht gehören wir zu denen, die es schwer haben, deren Datteln nie zur vollen Reife gelangen. Vielleicht wissen wir etwas von dem, was die Bibel sagt, von einem zerbrochenen Herzen und von einem elenden Geist. Wer im Hause des Elends und der Unreinigkeit wohnt, darf sich jetzt unter die Hände des Herrn Jesus stellen, die zum Segen aufgehoben sind. Der darf aufschauen in den offenen Himmel zu dem Heiland, der Unreine rein macht, der Elende froh macht, der Draußenstehende zu Kindern des lebendigen Gottes macht. Herr, Freund der Sünder und zerbrochenen Herzen, wie könnten wir ohne dich leben? Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.